ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Was wollen Sie? Ich wollte mich einfach nur vorstellen. Ich bin neu in der Stadt. Oh, wie zuvorkommend. Falls Sie etwas in unserem Archiv nachschlagen möchten, stellen Sie sich an, so wie alle anderen auch. Anstellen? Ich bin der Einzige hier. Also bin ich jetzt dran und kann mich auf das Archivmaterial stürzen. Legen Sie sich nicht mit mir an, junger Mann. Beim nächsten Mal könnte hier eine Schlange sein. Und dann bekommen Sie keine Sonderbehandlung. Wiedersehen.
Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigsten Nachrichten des... Kommen Sie näher. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Die Tür gibt nicht nach. Die Tür gibt nicht nach. Die Tür gibt nicht nach. Dem Staub nach zu urteilen, wurde dieser Ring schon lange nicht mehr getragen. Warum liegt er hier herum? Dieser Cavendish hat eifrig nachgeforscht. Und letztendlich dreht sich alles um den EOD. Gibt nicht nach. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Niemals begreifen. Mein Kind trägt den Segen der See. Ich verlasse dich, George. George, ich kann so nicht mehr weiterleben. Es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Es interessiert mich nicht, was dein verfluchter EOD-Kult verlangt, Anna.
Ich dachte, das Kind ist von mir. Von mir! Okay, dann wollen wir mal sehen. George, ich kann so nicht... Es interessiert mich nicht, was dein Verfluch... Du wirst den höheren Zweck niemals begreifen. Mein Kind trägt den Segen der See. Ich verlasse dich, George! George Cavendish hatte eine Frau namens Anna. Sie bekam ein Kind, das nicht von ihm war, sondern den Segen der See trägt. Und vom EOD eingefordert wurde. Dies führte dann zur Trennung. Sind Sie? Was wollen Sie hier? Beruhigen Sie sich. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Im Augenblick sind Sie jemand, der in mein Haus eingebrochen ist. Ich hoffe, dafür gibt es eine gute Erklärung. Nur nicht nervös werden. Anna vom Fischmarkt bat mich, sie zu finden. Sie kennen sie doch, oder? Ich hätte es wissen müssen. Ich kenne sie besser, als sie denken. Was will sie nun von mir? Sie hat mir bereits alles genommen, was ich hatte. Es geht nicht darum, was sie will, sondern darum, was sie getan haben. Sie haben den Fisch vergiftet. Und ja, ich kann es beweisen. Moment! Bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen, sollten Sie wissen, dass es dafür einen guten Grund gab. Letzten Endes hat es mit Anna zu tun. Was hat Anna mit all dem zu tun? Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, ist sie... war sie. Meine Frau. Aha. Langsam ergibt das alles einen Sinn. Der EOD hat sie mir weggenommen. Angefangen hat es mit dem kostenlosen Fisch. Wir alle hatten damals wenig zu essen. Aber dann haben sie mit ihrem Unfug über die wohltätige See und den höheren Zweck Gehirn gewaschen. Anfangs habe ich darüber hinweggesehen, doch dann... wurde sie schwanger. Ja. Zuerst war ich ganz aus dem Häuschen. Aber eines Tages kam diese Schlange zu mir und gestand mir, dass das Kind nicht von mir ist. Sie sagte, es trage den Segen der See. Das... der EOD ist so verlangte. Der Teufel soll sie alle holen. Das war einfach zu viel. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Welchen guten Grund könnte es geben, unschuldige Menschen zu vergiften? Sie wissen doch, dass der EOD Essen an die Bedürftigen verteilt, oder? Genau das ist das Problem. Denn sie tun es nicht der Wohltätigkeit wegen. Sie wollen ihren Einfluss vergrößern und neue Mitglieder gewinnen. Einige dieser Initiaten, wie sie sie nennen, verschwinden spurlos. Und nicht nur sie, auch normale Leute werden verschleppt. Und was soll da der vergiftete Fisch bringen? Wissen Sie, nicht jeder in der Stadt ist vom EOD begeistert. In der Bevölkerung regt sich Widerstand. Unter den Reichen wie auch unter den Armen. Die Nachricht, dass der Fisch des EOD vergiftet wurde, sowie mehrere Zwischenfälle, könnten so viel Angst und Argwohn erzeugen, dass der EOD zu Fall gebracht wird. Es muss doch einen anderen Weg geben, mit dem EOD fertig zu werden. Wenn die Verbrechen des Ordens so offensichtlich sind, warum gehen Sie nicht einfach zur Polizei? Diese Halunken vom EOD können sich wie Aale aus allem herauswinden. Und bei Kauil. Sie wissen, wie man ein blitzsauberes Image pflegt. Dennoch war ich bei der Polizei, aber dort hat man mir nicht geholfen. Und an die Öffentlichkeit zu gehen oder den Orden sogar vor Gericht zu zerren, wäre reiner Selbstmord.
Und wie soll es weitergehen? Ich wurde unterbrochen und konnte mein Werk nicht vollenden. Der EOD erhielt eine frische Ladung Fisch. Aber jetzt sind sie natürlich gewarnt und bewachen das Lager aufmerksamer. Mir ist bewusst, dass ich eigentlich nicht in der Position bin zu fragen, Mr. Reed. Aber nachdem Sie jetzt meine Sicht der Dinge kennen, würden Sie mir helfen? Reden Sie weiter. Was soll ich für Sie tun? Vergiften Sie den restlichen Fisch. Das Gift verbreitet sich bereits, aber das reicht nicht. Da der EOD sie hergeschickt hat, vertraut man ihnen dort. Daher sollte das kein Problem sein. Mein Spitzel beim EOD berichtete mir, dass sie gerade eine frische Ladung erhalten haben. Um die müssten sie sich kümmern. Sie sind verrückt, Cavendish. Sie nehmen das Leid und den Tod unschuldiger Menschen in Kauf, nur um sich an ihrer Ex-Frau zu rächen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Und dafür werde ich auf der Stelle sorgen. Nein. Nein. Sie verstehen das nicht.
bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Frischer Fisch. Gerade erst ins Bett. Haben Sie ein Problem? Es ist genug für alle da. Fisch, frischer Fisch. Ich habe den Giftmörder aufgespürt und zur Strecke gebracht. Er wird Ihnen also keine Probleme mehr bereiten. Die See segne Sie, Charlie. Das sind gute Neuigkeiten. Wer war es? Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Es war Ihr Ex-Mann, George Cavendish. Oh. Na dann hat dieser faulige Fisch endlich bekommen, was er verdient hat. Auf Nimmerwiedersehen. Aber komisch ist das schon. Hätte ich ihm nämlich gar nicht zugetraut. Er war doch immer so ein Weichei. Für eine Frau, die soeben erfahren hat, dass ihr Ex-Mann ein Giftmörder war, reagieren sie erstaunlich gefasst. Er bedeutet mir schon lange nichts mehr. Der EOD ist jetzt meine Familie. Und wir dienen einem höheren Zweck, den er nie begriffen hat. Mein Leben hat endlich einen Sinn. Sie haben uns beiden einen Gefallen getan, dadurch, dass Sie ihn von seinem jämmerlichen Dasein erlöst haben. Gute Arbeit, Charlie. Gut, das Thema wäre also erledigt. Und jetzt sagen Sie mir, wo ich Ihren Obermacker finden kann. Und zwar sofort. Warum so ruppig, Charlie? Ich stehe zu meinem Wort. Gehen Sie ins Untergeschoss des Fischmarkts. Es ist ganz in der Nähe. Dort finden Sie einen Innsmouther namens Maurice. Sagen Sie ihm, dass ich Sie geschickt habe. Dann bekommen Sie Ihre Antworten. Na also. Hey, hey, Mr. Reed. Kennen wir uns, mein Freund? Sie kennen mich nicht, aber ich Sie. Und ich weiß, dass Sie nach einer bestimmten Lady suchen. Ich heiße Fred. Sie suchen nach Professor Doe, nicht wahr? Die Wissenschaftlerin, die vom Orden entführt wurde. Ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, wo sie ist? Nicht so schnell, mein Freund. Ich sagte, gegenseitig helfen nicht. Ich plaudere alles aus. In dieser Stadt gibt es nichts umsonst, was? Verstehe. Fahren Sie fort. Sie werden es nicht bereuen. Sie konnten sich schon ein Bild von der Stadt machen, nicht wahr? Dann haben Sie einen Vorgeschmack auf das bekommen, was noch bevorsteht. Ich will raus. Aus dem Orden und aus der Stadt. Das Problem ist, dass es deutlich leichter ist, in den Orden einzutreten, als ihn zu verlassen. Bereits der geringste Verdacht bedeutet den sicheren Tod. Ich brauche jemanden, der mich heimlich aus der Stadt schaffen kann. Und das ist dieser Tage alles andere als leicht, mein Freund. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen dabei helfen könnte. Sie sind doch Detektiv. Hier in der Stadt gibt es Schmuggler, die wissen, was zu tun ist. Finden Sie sie und schon haben Sie mir geholfen. Angeblich kommunizieren Sie über Anzeigen in der Zeitung. Jede Woche taucht eine neue auf, die irgendetwas mit Salvation Harbor zu tun hat. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Was ist das für ein Orden, den Sie erwähnt haben? Oh, Sie kennen ihn nicht? Der EOD.
Das steht für Esoterischer Orden des Dagon. Dagon? Ein uraltes Wesen aus den Tiefen des Meeres. In Büchern wird Dagon als amphibisches Monster beschrieben. Und die Innsmouther verehren ihn als Gottheit. Sie bringen ihm sogar Opfergaben dar. Blutige Opfergaben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und dann hoffe ich für Sie, dass Sie nützliche Informationen über den Verbleib der Professorin haben. Ich weiß, wohin sie verschleppt wurde. Ich kann sie dorthin bringen. Aber vorher müssen Sie mir helfen, und zwar schnell, sonst bin ich vielleicht tot, bevor ich Ihnen nützlich sein konnte. Ich weiß, wer hinter der Entführung von Professor Doe steckt. Eine Organisation namens Esoterischer Orden des Dagon. Die meisten Mitglieder der Organisation treiben sich auf dem Fischmarkt herum. Aber sie scheinen überall Leute zu haben, selbst in der Universität. Ich wusste doch, dass mit dem EOD etwas nicht stimmt. Ein Unterschlupf für diese dreckigen Innsmouther ist das, nichts weiter. Ich werde die Organisation in Grund und Boden stampfen. Wollen Sie etwa die Gunst der Stunde nutzen, um an den Innsmouthern ein Exempel zu statuieren? Die meisten Mitglieder des EOD, mit denen ich zu tun hatte, waren Einheimische. Und der einzige Innsmouther, mit dem ich bisher geredet habe, war ein netter Kerl. Sie sollten Ihre Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Unterstellen Sie mir etwa, dass ich ein Eiferer bin, Reed? Robert, hören Sie, das kann so nicht weitergehen. Der Groll, den sie gegen die Innsmouther hegen, hilft niemandem. Wer Öl ins Feuer gießt, verbrennt sich letzten Endes selbst die Finger. Sie haben meinen Sohn auf dem Gewissen, Snap. Ich weiß, aber was haben sie getan, um dieses Verbrechen zu verhindern? Anstatt den Innsmouthern zu helfen, haben sie sie zu ihren Feinden erklärt. Was haben sie erwartet? Sie haben die Wahl getroffen, sie als Neuankömmlinge zu brandmarken und in ihrer Not allein zu lassen. Ich bin auch ein Neuankömmling. Vergessen Sie das nicht. Ist es denn verwunderlich, dass verzweifelte Innsmouther Schutz bei einer radikalen Organisation wie dem EOD suchen? An wen hätten Sie sich sonst wenden sollen? Ich werde über Ihre Worte nachdenken. Was meinen Auftrag betrifft, ich werde meine Suche nach Professor Doe fortsetzen.
Ich habe eine vielversprechende Spur. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen wollen? Alles wie gehabt. Finden Sie Harriet und bringen Sie sie wohlbehalten zurück. Sie meinten, wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Ich habe etwas für Sie, das Ihnen von Nutzen sein könnte, falls Sie in Bedrängnis geraten. Und jetzt gehen Sie. Ich habe genug gehört.